Hauptsache, wir kriegen endlich mal wieder einen neuen Juju-Song. Endlich. Boah, okay, ey, das könnte richtig geil werden. Das könnte richtig geil werden. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben uns heute wieder zusammen aktuelle TikTok-Hörproben angehört von Songs, die demnächst rauskommen werden. Also einen kleinen Blick in die Zukunft von den nächsten Songs, die diese oder nächste Woche released werden könnten. Ich bin super gespannt. Ich würde sagen, wir hören direkt rein. Es geht los mit Elif. Let's go. Okay, fangen wir an bei Elif. Ich freue mich sehr drauf. Ihr wisst, ich mag Elif super gerne. Sie ist ein unfassbar lieber Mensch. Und wir haben sie das allererste Mal jetzt hier mit am Start beim Hörprobenformat. Der Song wird heißen Ich denk an dich. So heißt zumindest der TikTok-Sound. Und ja, ich bin sehr gespannt. Soll ich den Song raushauen? Ich bitte drum. Ich bitte drum. Wir hören rein. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Ich denk an dich. Ich denk an dich. Ich denk an dich. Oh, das ist geil. Und selbst im Traum, es kam noch raus. Es tut so weh, wie ich dich brauch. Ich denk an dich, ich denk an dich. Sag, wann hört das so? Boah, ich finde den Aufbau vom Song geil. Also am Anfang dieses ich denk an dich, da war ich noch so ein bisschen so, könnte mir ein bisschen zu langsam, zu lang gezogen sein. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber der Song ist so dynamisch geworden. Da sind so, keine Ahnung, allein schon ganz kurz diese eine Stelle hier. Ich möchte nochmal zeigen. An dich. Jetzt. Wartet. Ich denk an dich, ich denk an dich. Oh, yeah. Wie geil. Und jetzt wird der Song super dynamisch. Gefällt mir sehr, gefällt mir sehr. Ich hätte jetzt nämlich mit nochmal Ich denk an dich gerechnet, aber es kommt was ganz anderes. Und selbst im Traum, es kommt auch wieder Beat-Einsatz langsam. Es tut so weh, wie ich dich brauch. Auch wie sie sagt, es tut so weh. Und dann das Tempo hochschraubt, wie ich dich brauch, anstatt zu sagen, es tut so weh, wie ich dich brauch. Wisst ihr, also sie greift nicht wieder dieselbe Melodie auf, sondern wird ein bisschen schneller. Geil. Ich denk an dich, ich denk an dich. Sag, wann hört das so? Super, super, super geiler, dynamischer Song. Wisst ihr, wie ich meine so? Also er ist so ein bisschen unpredictable. Das gefällt mir. Ich bin sehr gespannt auf die ganze Version, ja. Der Anfangspart war mal ein bisschen zu langsam, dieses Ich denk an dich, aber bleibt auf jeden Fall im Kopf. Ansonsten hört sich das nach einem Banger an, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass der jetzt schon am Donnerstag rauskommt. Ich glaube nicht, dass wir den morgen Nacht schon bekommen. Ich sag, der kommt die Woche danach. Die Woche danach kommt er raus, sage ich. Und ich habe keine Secret-Infos, aber sonst hätte Elif da ein bisschen mehr Promo schon für gemacht, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir hören auf jeden Fall jetzt mal rein bei Jamule und Forti. Okay, machen wir weiter, wie gesagt, bei Jamule und Forti. In welcher Woche sind die Jungs nicht dabei? Deren Output ist gerade insane. Die haben einen Hit nach dem anderen. Ihre TikTok-Promo-Phasen sind super, super smart. Und ich bin sehr gespannt, ob sie das Level halten können. Ich habe ein bisschen Angst, dass diese Songs sich irgendwann zu gleich alle anhören. Ja, das ist so das einzige Problem damit. Aber ich bin gespannt. Playlist wird der Song heißen, Jamule und Forti. Wer von euch braucht die nächste Single? Mal sehen, ob wir sie brauchen. Wir hören rein, let's go. Nein, ich bin nicht Justin Bieber. Oh, der Beat ist geil. Ich hab auch meine Selina gehabt. Schreib dir nie wieder ein Liebessong. Davon hast du schon zu viele bekommen. Oh, okay, das ist nice. Als du mir begegnest, wahrscheinlich nur in deiner Playlist. Sie sagt, ich würde ein Arschloch sein. Okay, was soll man sagen? Was soll man da sagen? Es ist halt, es ist derselbe Vibe. Das wird einfach so ein Club-Party-Vibe-Sound-Album, würde ich sagen. Und der Beat ist ultra geil. Also der Beat ist für mich ultra geil. Oh! Nein, ich bin nicht Justin Bieber, doch ich hab auch meine Selina gehabt. Auch geil, ich bin nicht Justin Bieber, doch ich hab auch meine Selina gehabt. Ich find's auch super cool, wie die beiden sich, also die beiden sind wirklich so, die viben richtig gut zusammen. Man merkt, das sind Homies, wie die auch so Zeile für Zeile sich abwechseln. Natürlich, dieses Album ist halt vom Vibe her sehr ähnlich. Jedes, alle Songs bis jetzt hören sich relativ ähnlich an vom Vibe her. Ich finde trotzdem, dass sie dadurch unterschiedliche Beats auf jeden Fall noch eine andere Atmosphäre schaffen. Trotzdem ist es halt, wie ich eben schon meinte, so Club, Party, locker, luftiger Vibe. Aber der passt zu denen. Der passt zu denen und das ziehen sie wohl aufs ganze Album durch. Da würde jetzt auch kein Depri-Song raufpassen aufs Album, ja, das meine ich gar nicht. Aber der ist direkt wieder, ist einfach wieder ein Ohrwurm. Ich hab auch meine Selina gehabt. Schreib dir nie wieder ein Liebessong. Davon hast du schon zu viele bekommen. Falls du mir begegnest. Und ich liebe Jamules Stimme einfach, ich liebe Jamules Stimme. Wahrscheinlich in deiner Playlist. Sie sagt, ich würde ein Arschloch sein. Aber Baby ist so hart, nein.
Für mich auf jeden Fall hier im Vordergrund der Beat eher und bei den letzten zwei Songs war es eher so, weiß ich nicht, bei Kissenschlacht extrem, bei Kissenschlacht war es auf jeden Fall so eher der Ohrwurm, den ich hatte textlich und hier ist es eher so eher so die Melodie, wisst ihr, die ich hier eher im Kopf habe. Ich freue mich drauf, ich bin immer noch super gespannt aufs Album. Ich kann mir vorstellen, dass der schon jetzt am Donnerstag rauskommt, übermorgen Nacht. Morgen Nacht. Wir werden sehen, ob er da am Start ist. Ich freue mich drauf. Einzige Manko, ich habe ein bisschen Angst, dass der Song, abgesehen von dieser Stelle, ein bisschen nach unten fällt, ja. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir ihn in der Vollversion haben. Ich bin sehr gespannt, weil jetzt haben wir noch eine Hörprobe von Juju am Start. Die könnte sehr geil werden. Jetzt haben wir die Hörprobe, auf die ich mich diese Woche natürlich am allermeisten gefreut habe. Die ist gestern erst rausgekommen. Juju. Juju ist am Start und ihr wisst, ich mag Juju unfassbar gerne. Ja, schaut euch meine Reactions gerne an und es gibt auch immer diesen Running Gag bei mir und Philipp, einer meiner besten Freunde. Wir sind beide große Juju-Fans und wir sagen immer so aus Joke, dass Juju seit 100 Jahren nichts released hat und dann immer nur ein Feature droppt. Aber es ist langsam kein Joke mehr. Es ist irgendwie die Realität geworden, was ein bisschen schade ist, weil wir brauchen mehr Juju-Output in unserem Leben. Wir brauchen mehr Juju, um glücklich zu sein in unserem Leben. Und jetzt haben wir einen neuen Song, der wird heißen Nie wieder sehen. Sie schreibt dazu, ich küsse eure Herzen, war ein geiles TikTok mit dem Sound. Wer ein geiles TikTok mit dem Sound macht, wird direkt gepostet. Und wie findet ihr die 15 Sekunden vom Song überhaupt? Nie wieder sehen wird der Song heißen. 15 Sekunden. Ich sag, der kommt noch nicht morgen raus. Ich sag, der kommt auch nächste Woche raus. Ich sag, nächste Woche wird eine Banger-Woche. Wir hören rein bei Nie wieder sehen. Let's fucking go. Juju 44. Ich dachte, ohne dich fehlt was. Du fühlst mich besser als jemals. Ich hab mich jeden Tag aufs Neue gefragt, ob du mich nur verarschst. Endlich hab ich gerafft. Ich will dich nie wiedersehen. Nein, ich will dich nie wiedersehen. Oh nein, das war's schon! Warum gibst du mir denn nur 3 Sekunden, Juju? Das waren keine 15 Sekunden. Ich habe gerade erst angefangen, den Song so ein bisschen zu fühlen. Und so ein bisschen wie so eine Angel wollte ich ihn ranziehen. Und dann habe ich auch nur so, war nichts dran. Mann! Ich dachte, ohne dich fehlt was. Du fühlst mich besser als jemals. Ich hab mich jeden Tag aufs Neue. Ich mag den Vibe, das erinnert mich vom Vibe her. Woran erinnert mich der Vibe? Der Vibe erinnert mich an irgendwas. Von ihr. Du verarschst, endlich hab ich gerade. Ich will dich nie wiedersehen. Oh, da, jetzt, wisst ihr, man hört das und man will noch mehr hören. Egal, was Juju auch droppt, ich bin so oder so gehypt. Das einzige Manko gerade, es war zu kurz, ich möchte mehr hören. Ich möchte mehr hören. Boah, also es wird so ein Heartbreak-Song sein, beziehungsweise so ein, eher so ein, gar nicht mal ein Heartbreak-Song, eher so dieses Gegenteil davon, von wegen, okay, hey, es ist vorbei, du bist weg, aber hey, Bro, mir geht's besser denn je so, ich hab dich gar nicht gebraucht, ich will dich nie wieder sehen, dieser Vibe. Und diesen Vibe kann Juju sehr gut machen, finde ich. Der steht ihr sehr gut, der passt zu ihr. Ich bin super gespannt, wir haben jetzt halt echt nur richtig wenig gehört, leider. Super, super wenig. Aber es hat gereicht, um mich zu hypen, Ich glaube, das wird so ein richtiger Badass-Song noch und nicht so ein softes Ding, das wird so ein Badass-Ding, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe wirklich, dass der spätestens nächste Woche rauskommt. Selbst wenn der erst in 3 Wochen kommt, sind wir trotzdem am Start, Freunde. Wir sind immer am Start. Schreibt mir auf jeden Fall jetzt hier in die Kommentare, welche Hörprobe euch am besten gefallen hat und auf welchen Song ihr euch am meisten freut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch alle schon wieder bei einem weiteren wunderbaren Video. Wir sehen uns. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.